Ja, neue Wanderstürmer vom SC Bern. Ihr habt eine spezielle Zeit hinter euch. Die Mannschaft ist insgesamt dreimal in 7 Wochen in Quarantäne gewesen. Du noch ein bisschen mehr, auf das können wir jetzt später sprechen. Jetzt morgen Abend, am Dienstag Abend, kommen wir zurück aufs Eis. Endlich wieder dürft ihr Hockey spielen. Sag mal ganz kurz, wenn du jetzt an den Moment denkst, dass es endlich wieder losgehen kann, nach 7 Spielen, die ihr seit Mitte November bestritten habt, was für ein Gefühl löst es in dir aus? Es ist ungewohnt. Nein, ja, man freut sich natürlich, dass man endlich wieder mal ein Match kann spielen kann. Die Saison fühlt sich schon so eigentlich schon alt an, aber wir haben erst 19 Spiele. Und ja, jetzt soll man endlich mal in den Flow reinkommen und ein Match spielen. Für dich eine spezielle Situation, oder? Die ganze Mannschaft ist eigentlich bis zu 3 Mal in Quarantäne gewesen, je nachdem, wer sich wen angesteckt hat. Du bist insgesamt sogar 5 Mal in Quarantäne gewesen. Kannst du uns ganz kurz erklären, wie es dazu ist gekommen? Ja, ich hatte ein bisschen Pech, kann man mal sagen. Ich war einer der Ersten, der Corona hatte, und das eigentlich schon im Frühling. Dann war man natürlich schon 2 Wochen in Quarantäne. Nachher im Sommer hatte ich Kontakt mit meiner Schwester in Schweden. Die ist nachher positiv getestet worden. Dann musste ich nochmal in Quarantäne müssen. Und jetzt den ganzen Herbst natürlich und Winter nochmal 3. Und ja, weil es halt schon sehr lange ist, seit ich es hatte, zählt die Immunitätspass eigentlich nicht von 3 Monaten. Und darum hat es wirklich jedes Mal gereicht. Jetzt ganz kurz mal einfach zum Aspekt, wo, dass man 50 Tage plus eigentlich in Quarantäne in den eigenen 4 Wänden feststecken geblieben ist. Wenn man mit anderen Spielern, Verantwortlichen geredet hat, jeder hat sich dann so ein Muster, so eine Methode zurechtgelegt, wie er kann überleben kann. Der eine hat 300 Schritte gemacht innerhalb von der Wohnung oder immer den gleichen Weg abgelaufen, dass er auf 10'000 Schritte kommt pro Tag. Was hast du gemacht? Ja, ich würde sagen, im Sommer war es noch ein bisschen einfacher gewesen. Dann hast du noch ein bisschen auf den Balkon können, ein bisschen schönes Wetter geniessen. Aber jetzt in der Saison ist es natürlich schon hart geworden. Und, ich probiere ein bisschen Routine reinzubringen. Ich habe den Wecker immer gestellt am Morgen. Dann habe ich noch eine Schule nebenbei. Dann habe ich ein bisschen gelernt. Dann habe ich einen Trainingsblock eingebaut von etwa 2-3 Stunden. Und dann ist es Mittag. Dann ist es Mittagessen. Dann am Nachmittag wieder ein bisschen gelernt. Und dann am Abend vielleicht nochmal eine Stunde Velo fahren oder so, dass ich nochmal ein bisschen bewegst. Und einfach ja, ein bisschen die Routine reinbringen. Dass du aufstehst und einen Grund hast, zu irgendetwas machen. Und das hilft ein bisschen, aber ja, auch das wird eintönig und langweilig mit der Zeit. Aber du hast nicht, sage ich mal, ein verrücktes Hobby entwickelt, wie Russisch lehren oder spezielle Kaktus aufziehen? Nein, das habe ich nicht gemacht, bis jetzt noch nicht. Vielleicht brauche ich noch mal 5 Quarantäne für das. Sag mal, für dich eine spezielle Situation, du hast eine Krankheit, die Typ 1 Diabetes und du bist einer der ersten in der Schweiz, noch damals im Dienst vom RC Bio im Frühling. Das hat eine relativ grosse Welle geworfen. Wie bist du seitdem, dass du das Coronavirus hast, aber wieder es kannst bekommen, nachdem ja die Immunität wie vorbei war, jetzt eigentlich mit dieser Quarantänesituation, aber generell auch mit der Spielsituation und dass sich Spieler häufiger anstecken können, als man das vielleicht vor der Saison gedacht hat, umgegangen? Ja, es ist schon nicht ganz einfach. Am Anfang hast du natürlich das Gefühl, okay, ja, mal unser Sicherheitskonzept, das erhebt gut. Und es ist ja lange gut gegangen und es hat sich niemand angesteckt. Aber nachher hat es immer ein bisschen mehr Ansteckungen gegeben bei anderen Teams und bei uns auch. Und nachher ist das Ganze ins Rollen gekommen. Und dann machst du natürlich schon ein bisschen Gedanken. Und jetzt in meiner Situation habe ich mich dann gefragt, ja, bin ich echt immun oder was ist? Oder kann ich es nochmal bekommen? Und ja, man macht sich Gedanken und probiert nachher auch so gut wie möglich die Massnahmen einzuhalten. Aber es lenkt natürlich schon ein bisschen ab vom Spiel ab und zu. Es ist schon schwierig, den Fokus zu halten und sich nur aufs Hockey konzentrieren, weil es läuft schon viel nebendran mit dem Ganzen. Und ist ja krass, oder? Als Hockeyspieler ist dein Körper das Kapital, oder? Du brauchst den Körper bis 35, bis vielleicht 40, dass du überhaupt kannst arbeiten kannst. Und gleichwohl hast du das Hindernis, hast du mal, dass der Körper sozusagen dein Kapital ist für das Arbeiten. Und auf der anderen Seite hast du noch eine Vorerkrankung, die dazukommt. Jetzt, wie ist es für dich? Du hast im Interview mal gesagt, du willst auch keinen Preis um nochmal das Coronavirus bekommen. Und gleichzeitig gehst du ein riesiges Risiko ein, indem du eigentlich wieder auf die Eis gehst, morgen mal. Ja, aber ich habe das Gefühl, das ist momentan ein kleines Berufsrisiko, dass wir dem ausgesetzt sind. Ich habe jetzt auch langsam ein gutes Gefühl, dass ich vielleicht doch ein bisschen Abwehrkräfte habe können bilden gegen das, weil ich jetzt schon ein paar Mal wirklich davon gekommen bin. Ja, aber ich wollte es immer noch nicht bekommen. Also es ist wirklich so einmal gelangt. Ich habe noch relativ lange Nachweh gespürt, bis in den Sommer rein, im Sommertraining. Ein bisschen mit Druck auf der Brust und so. Und ja, das empfehle ich niemandem.
Hast du Respekt davor, dass man sich auf dem Eis anstecken kann? Die Möglichkeit besteht, das haben mehrere Verantwortliche von mehreren Clubs haben sich dahingehend geäußert, eigentlich, dass das Risiko tatsächlich da ist oder man es nicht komplett wegreden kann. Ja, es muss so sein, weil eben, es hat schon wirklich viele Fälle gegeben, jetzt, weil das die einzige Erklärung dafür ist. Aber also, wenn wir auf dem Eis sind, dann kann man nicht an das denken, dann stellst du es ab. Und wenn es so ist, dann ist es halt so. Und ja, jetzt wird auch mal Hockey gespielt. Hockeyspiel ist ein gutes Stichwort, Return to Play. Das ist so ein bisschen das Programm, das Swiss Ice Hockey aufgesetzt hat für Spieler, die aus der Quarantäne kommen oder für Spieler, die infiziert sind, dass man wieder kann spielen kann. Der SCB kann jetzt morgen Abend zurückkommen in Spielbetrieb. Wie schwierig ist das nach so wenig bestrittenen Spielen in den letzten paar Monaten? Ich meine, seit Mitte November 7 Spiele, das ist wirklich nichts. Also von Spielrhythmus, Automatismen kann nicht dreht sein. Nein, auf jeden Fall. Es ist echt nicht einfach. Ich hatte das Gefühl, vor der ersten Quarantäne oder nach der ersten Quarantäne mit dem Trainerwechsel haben wir dort wieder ein bisschen drin gefunden. Es hat wieder ein bisschen Zeit gebraucht. Dann sind wir gerade wieder in Quarantäne. Es hat uns immer so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Aber wir haben jetzt gleich ein paar Tage gut können trainieren, ein gutes Gefühl anholen. Und ja, die Vorfreude ist immer noch da, auch wenn es schwierig wird sein. Aber ja. Wir auch spielen und Freude haben. Gar nicht viel daran denken. Gibt es Momente, wo du vielleicht, klar, du hast jetzt gesagt, nicht zu viel daran denken, aber gibt es Momente, wo du die Sinnfrage stellst von so einer Saison? Ja, mal die hast du sicher schon ein paar Mal gefragt, vor allem wenn du dann immer in Quarantäne gehst. Ich meine, eben innerhalb von 7 Wochen bist du 30 Tage eingesperrt, dann fragst du so, ja, was machen wir überhaupt, oder? Aber das ist einfach eine schwierige Saison, es ist eine schwierige Situation, es ist für alle so. Und irgendwie müssen wir die einfach überstehen und nachher uns hoffen und freuen auf bessere Zeiten. Du hast beim einem sehr empfehlenswerten Podcast von der Tamedia-Kollegen Eisbrecher gesagt, es bringt eigentlich nicht so viel aus der Ruhe. Jetzt sind 50 Tage Quarantäne vorbei. Also ich würde durchdrehen. Zum Glück noch keinen einzigen Tag in Quarantäne müssen verbringen. In den eigenen 4 Wänden. Ich würde es, glaube ich, nicht lange aushalten. Wie hast du das gemacht? Oder bist du einfach auch ein bisschen dafür gemacht, um, egal was da kommt, ruhig zu bleiben? Nein, es hat schon so Tage gegeben, da bin ich wirklich, habe mich gefragt, nein, das kann es nicht sein, oder? Also, was läuft da? Also, es hat wirklich schwierige Situationen gegeben. Und ja, dann hat man ein bisschen Selbstmitleid und muss es ein bisschen rauslassen, ein Ventil schaffen, es wie. Und ja, nachher habe ich mich ein bisschen eben mit Sachen beschäftigt, zum Beispiel jetzt mit der Schule, das habe ich in der Prüfung gehabt, dann habe ich ein bisschen das können. Vielleicht können festhalten und ein bisschen reinschaffen und das hat ein bisschen etwas gebracht, aber es ist sicher nicht einfach gewesen. Was wäre deine Message? Du bist ein bisschen als Botschafter von diesem Typ 1 Diabetes da außen im Sinne von Leistungssport und Vorerkrankungen. Das kann funktionieren, wenn man diszipliniert ist. Was würdest du all den Leuten außen sagen, die Vorerkrankungen haben? Vielleicht auch Typ 2 Diabetes, der global anfälliger ist bei Coronavirus. Was würdest du denn als Message mitgeben, du, wo A, Coronavirus kann, B, die Quarantänesituation und C, den Leistungssport immer noch betreiben kann? Das ist eine gute Frage. Nein, ich würde denen sicher sagen, dass es ist wichtig, dass man gut zu sich schaut, sich gut schützt. Aber jetzt, sei es der Diabetes oder sei es Corona, es darf dein Leben nicht bestimmen. Du musst immer noch das machen, was du willst, deine Ziele verfolgen und so viel Freude wie möglich am Leben. Das ist, glaube ich, das Ziel. So viel Freude wie möglich soll jetzt noch auf SCB zukommen. 33 Spiele habt ihr in 2 Monaten oder solltet absolvieren. 22. März ist mir, glaube ich, das Datum vor Ende der Qualifikation. Wie realistisch sind 33 Spiele innerhalb von dieser kurzen Zeit, Jan? Ja, meine Einstellung ist jetzt, dass es sehr realistisch ist, dass wir einen riesen Lauf anbringen und viel Sieg einfahren. Aber vielleicht kannst du mich am 22. März noch mal fragen, wie realistisch es ist. Aber ich stelle die Frage anders. Wie hast du das Gefühl, irgendwann muss man die Spiele ja bestreiten, irgendwann müssen alle Mannschaften mal noch gegen SCB spielen. Man kann sozusagen, hat jetzt die grosse Möglichkeit, wenn man das Glas halb voll anschaut, das Feld kann man von hinten aufrollen, wenn man deutlich mehr Spiele im Konto hat. Wie ist da die Herangehensweise an so ein Mammutprogramm, wenn man es positiv auslegen will? Ich glaube, es ist mega wichtig, dass du nicht genau so anschaust, wie du es jetzt angeschaut hast, oder dass es wie 30 Spiele hast
ja, so und so viele Tage. Ich glaube, man muss wirklich einfach von Woche zu Woche, oder nicht mal von Woche, wirklich fast von Tag zu Tag schauen, von Match zu Match und einfach im Moment leben und probieren, die Gedanken sich gar nicht machen. Es kommt, wie es kommt. Wir machen das Beste aus jedem Tag und dann schauen wir, was anlangt. Jetzt hättest du etwa 7 Franken ein Phrasenschwein müssen einzahlen wegen Floskeln. Ist das tatsächlich nach 50 Tagen Quarantäne, nach weißt du, wo du ja deinem Beruf nachher gehen, ist das tatsächlich dann irgendwann Kunst oder Überzeugung? Ja, es ist eine Floskel, aber im Tag in deinem Leben, im Moment in deinem Leben, alles andere kann ich nicht bestimmen. Du, was jetzt in einem extremen Fall erlebt hast. Ja, ich glaube, das ist schon etwas, was ich jetzt gelernt habe in dieser Zeit. Dass, du kannst dir so viele Gedanken machen und du kannst noch so viel über was passiert im Frühling oder im Sommer reden. Es bringt im Moment nichts. Es ist auch der mentale Aspekt. Du schützt dich wirklich selber, wenn du, sagen wir, nicht dich selber anlügst, aber dass du selber immer diese gleichen Sachen wieder einredest. Und das habe ich jetzt vielleicht schon ein bisschen gelernt in diesen 50 Tagen, einfach als Selbstschutz. Und, ja. Dann sag uns noch schnell abschließend, was würdest du für ein Fazit ziehen? Erstes Halbjahr beim SC Bern, 18 Spiel, glaube ich, 2 Punkte auf dem Konto. Der SCB, wo viel abseits von mir ist, logischerweise aufgrund von der Quarantäne noch von sich reden macht, mit Reto Raffaein, der ist gekommen, mit Tabellenletzt, wo im Moment ist, oder mit 3 Trainerwechseln im 2020. Wie würdest du die turbulente Zeit für dich aus deiner persönlichen Sicht zusammenfassen? Ja, es war wirklich eine sehr turbulente Zeit, schon mit dem Sommer. Es hat im Sommertraining angefangen, mit dem Sommertraining als Mannschaft trainieren. Und nachher, ja, ein suboptimaler Saisonstart, Quarantäne, alles. Es war sicher eine schwierige Zeit gewesen. Ich glaube, wenn man es positiv sieht, kann man einiges daraus rausnehmen. Man kann mit schwierigen Situationen umgehen und ja, eigentlich kann es nur noch besser werden. Das ist so meine Botschaft. Wir sind überhaupt nicht zufrieden. Ich bin auch nicht zufrieden mit dem, wie es bis jetzt gelaufen ist, mit der allgemeinen Situation, mit der Quarantänesituation. Von dem her, kann es eigentlich nur noch besser werden. Tipptopp, perfekt, cool.